21. Dezember. Wir sind in der Klinik Pfäfers. Ich glaube, sie heisst anders. Klinik St. Birmensberg. Ich bin hier von der Region. Bei uns hat man immer gesagt, ja, wenn es so tickt, dann holen wir ein geiles Regali und dann kommst du auf Pfäfers. Wir sind beim Chefarzt, beim Thomas Meyer. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, gell? Mit dem geilen Regali, mit dem Deckelbad und all dem, was man Pfäfers angedichtet hat. Ja, so ein geiles Wegeli habe ich noch gar nie gesehen. Du weißt nicht, was es mit dem... Ich weiss nicht, woher das kommt, nein. Ja, ja, aber das ist auch keine Ahnung. Das ist ja nicht nur da in Bezug auf Pfäfers, hat man vom geilen Wegeli geredet, sondern genauso im Thurgau mit Münsterlingen und Münsingen, Kanton Bern, überall hat das geile Wegeli rumgespuckt. Also du hast das gekannt, der Ausspruch, und gleich ja, ja, bist du Psychiater geworden, hm? Genau. Ja, das ist eigentlich noch lustig, ja, nicht? Also, ja, wie wird man überhaupt Psychiater? Weil mir ist aufgefallen, ich habe letztens jemanden gefragt, was er gerne mal da oben war, und er hat gemerkt, es ist noch schwierig zu unterscheiden zwischen einem Psychologen und einem Psychiater. Für ihn ist das gar nicht so richtig klar. Ja. Also, ich habe Medizin studiert. Das ist der normale Werdegang, ein sechsjähriges Studium. Während dem Studium tut man ein Jahr Praktika machen in verschiedenen Kliniken. Und ich habe in diesem Jahr schon 2 Monate in einer psychiatrischen Klinik geschafft und habe gefunden, ich möchte gerne später dann mal mindestens ein Jahr als Assistenzarzt in einer psychiatrischen Klinik tätig sein. Also du hast jetzt in Zürich studiert, oder? Ja, in Zürich studiert. Und in welcher Klinik hast du geschafft? Das war nicht Wil am See, ah, die ja, 2 Monate Praktikum. Und dann nach dem Studium war es sehr schwierig gewesen, Stellen zu finden. Das war 1980. Ich wollte hier Allgemeinmediziner werden, also Hausarzt. Und wer hätte gerne mit der Chirurgie oder innerer Medizin angefangen, hatte aber keine Stelle gehabt. Und dann hat sich ein Jahr in der Psychiatrie gegeben. Dort hat es mir sehr gut gefallen. Das war in Königsfelder. Ich bin dann nicht nur ein Jahr geblieben, wie vorgesehen, sondern 2. Nachher bin ich in die Chirurgie gegangen, auf Samaden. Dann Gynäkologie, Geburtshilfe, also Frauenheilkunde, Geburtshilfe. Dann konnte ich 1,5 Jahre ins Heilbad auf St. Moritz in einer Allgemeinpraxis. Und in selber Zeit habe ich mich dann entschieden, wieder zurück in die Psychiatrie zu gehen. Die Allgemeinpraxis war mir einfach viel zu hektisch gewesen. Also viel zu wenig Zeit für den einzelnen Patienten. Das ist ja irgendwie, hast du so fast alles möglich gewesen, ja, unterschritten. Ja. Radiologie hättest du noch machen können? Ja, genau. Also irgendetwas, nee. Innere Medizin konnte ich leider nicht können machen. Da habe ich aber in der Heilbadzeit sehr viel erlebt. Oder? Dort hat man sehr viele Krankheitsbilder aus der inneren Medizin. Sind deine Eltern auch schon Ärztin oder Arzt gewesen? Dann ist es auch der Stolz, ob man von den Eltern oder den Sohn Arzt wird. Was haben sie denn gesagt? Du wirst Psychiater. Ah, die haben immer betont, ich soll machen, was mir Spass macht, was für mich gut zeigt. Also sie haben mich immer unterstützt. Und dann gehst du in die Psychiatrie, oder? Und was heisst denn das? Also eben, du tust dann während der praktischen Tätigkeit als Assistenzarzt, tust dich dann in der Psychiatrie vertiefen. Also zum Psychiater werden, also Facharzt, FMH, Psychiatrie und Psychotherapie, braucht es oder hat es hier gebraucht, insgesamt 5 Jahre nach dem Studium, davon mindestens 4 Jahre Psychiatrie. Mindestens 1 von diesen 4 Jahren musste in einem Ambulatorium sein. Heute ist das anders, heute braucht es insgesamt 6 Jahre. 1 Jahr mindestens in einer somatischen Disziplin, also das heisst im Spital, irgendeinem einem körperorientierten Fach. Und 5 Jahre Psychiatrie, wovon je 2 Jahre ambulante Psychiatrie oder und Klinikpsychiatrie. Eben, also ambulante Psychiatrie heisst, auf das können wir noch, man muss nicht in die Klinik gehen, um Hilfe zu finden, sondern es gibt auch niederschwellige Angebote, oder? Mhm. Jetzt einfach noch, also 5 und 6 Jahre, das ist ja unendlich lang nach dem Medizinstudium. Also ist das jetzt eine speziell schwierige Fachrichtung, oder? Nein, das ist bei anderen Fachrichtungen mittlerweile auch so, dass man 5, 6 Jahre hat. Das ist einfach das praktische Lernen dann nach dem Studium. Und in der Psychiatrie kommt natürlich noch die ganze Psychotherapie dazu. Das tut man berufsbegleitend machen, in der Regel im Wochenendkurs, manchmal auch
in Wochen, Seminarblöcke. Und das zieht sich in der Regel über mindestens 3 Jahre dahin, bis man dann auch noch einen Psychotherapeutentitel hat. Und das ist ja vielleicht etwas, was nicht jeder Mediziner hat. Gut, sollte man vielleicht haben, oder? Das psychologische Einfühlungsvermögen, aber das ist vielleicht etwas, wo da auch ein bisschen Flair dafür haben. Ja, aber Psychotherapie ist mehr als nur einfach Kommunikation, oder? Da geht es wirklich um Lernen, wie man mit psychischen Störungen umgehen kann. Wie man kann Veränderungen erreichen bei kranken Leuten. Ja, das ist mir schon klar. Ich denke nur, weißt du, so ein bisschen die Autoritäten, das hat doch auch ein bisschen angeschaut. Also die Doktor mit weißen Kittel, kommst rein, hast eine Minute Zeit, 2 Minuten Zeit, kommt Zeit zum Hören und so weiter. Oder? Und ich denke, da musst du in der Psychiatrie vielleicht dann schon ein bisschen umdenken, oder vermute ich. Also das ist ja der Grund, auch, warum ich dann Psychiatrie gemacht habe, weil man in der Psychiatrie Zeit hat für den Patienten. Also, wenn wir jetzt da in der Klinik fragen unter den Ärzten, sagen sie natürlich auch, sie hätten zu wenig Zeit. Aber die Tatsache ist, dass man in der Psychiatrie nachher mit einem Patienten heransitzen und einmal ein stündiges Gespräch führen mit ihm. Und das ist in anderen Disziplinen praktisch nicht der Fall. Also in der Chirurgie beispielsweise, da konzentriert man sich aufs Handwerk und macht Visiten am Krankenbett. Und das ist eine Sache von 5 Minuten, oder? Da geht es sehr schnell. Also wirklich in einen tieferen Kontakt mit dem Patienten kommt man in der Regel nicht. Müssen wir vielleicht auch noch klarstellen, also es ist in anderen Disziplinen doch auch so, wie es auch Vorgaben sind. Also eine Leistung ist halb pro Zeit und es kommt immer davon an, was wird am Schluss noch zahlt. Also Ärzte würden sich manchmal natürlich viel mehr gerne Zeit nehmen, können sie aber nicht wirklich, weil die Krankenkasse das ja dann auch nicht zahlt. Oder? Das muss man auch sehen. So. Das ist in der Psychiatrie anscheinend anders. Ja, in der Psychiatrie ist die Beziehung und das Gespräch, das sind eigentlich die wesentlichsten Arbeitsmittel. Hast du müssen lernen oder ist dir das angeboren gewesen, bezüglich uns zu sprechen? Hast du auch wegen dem das gelernt? Ja, natürlich habe ich schon immer eigentlich einen guten Zugang zu anderen Menschen gehabt, aber durch die ganze Psychotherapie-Weiterbildung habe ich auch gelernt, wie man Beziehungen aufbaut, wie man überhaupt auch mit schwierigen Menschen, verschlossenen Menschen, in einen Kontakt hineinkommt. Das ist ein wesentlicher Teil von der Ausbildung. Dann. Auch ein bisschen langsamer werden, oder? Nehme ich an. Vorher war es immer gleich Leistung gefragt. Ja, ja. Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie. Und dann auch ein bisschen langsam werden. Das war schon ein Lernprozess. Wo warst du denn zuerst? Deine erste Station, die du entschlossen hast? In der Psychiatrie? Also ich bin gerade unmittelbar nach dem Staatsexamen in Psychiatrie, in Königsfelden. Zuerst auf chronisch kranken Abteilungen und dann in der Akutpsychiatrie. Und dann nach der längeren Zeit, also es sind insgesamt 3,5 Jahre gewesen, im Engadin, bin ich dann ins Waldhaus gekommen, auf Chur. Aha. Und habe dort auf einer eher ruhigeren, offenen Station geschafft, in erster Linie mal und nebendran auch in der Alterspsychiatrie. Und wann war das gewesen, Waldhaus? Das ist Ende 80er Jahre. Also, Pflugfelder noch, Chefarzt? Nein, Fontana ist dort. Also, ja. Die Zeit Pflugfelder schon vorbei gewesen. Das ist vorbei gewesen, ja. Da habe ich selber Erfahrungen gemacht. Gell? Ich habe in der Verwandtschaft jemanden gehabt, der einmal eingeliefert wurde, ist wegen Alkoholismus. Und ich kann mich gut erinnern, auch bei schwierigen Zuständen hat man zuerst Personalien angeben, auch beim Dr. Pflugfelder. Ist mir dort extrem gestresst vorgekommen. Und das habe ich dann gemerkt, das hat sich noch extrem geändert. Mhm. Also, die Psychiatrie hat sich auch gewandelt, oder? Das ist so, ja. Also, als ich angefangen habe, war noch die Hälfte von so einer Klinik heim. Da hatte es einen Haufen chronisch kranke Leute, die niemand anders leben konnten als eben in so einer Klinik. Und der andere Teil war Akutpsychiatrie. Und heute ist der Langzeitbereich aus der Klinik draußen, den gibt es gar nicht mehr. Wir haben eigentlich nur noch Akutpsychiatrie. Und die ehemaligen chronisch Kranken, die leben heute heim. Dank Betreuung, ambulanter Betreuung. Also wir haben spezielle Dienste jetzt in der Psychiatrie Dienst Süd, die regelmässig in die Heim gehen. Das sind Pflegepersonen, das sind auch Ärzte. Und schauen, irgendwelche Krisen der Bewohner können aufzufangen vor Ort, also dass sie gar nicht mehr in die Klinik zurück müssen.
ist ja manchmal eine unendlich schwierige Geschichte. Also auch, sehr oft wird mit Psychopharmaka geschafft und sehr oft ist es ja auch nicht klar, wie spricht ein Patient darauf an. Also die Methode, dass man sagt, okay, das Symptom, das Medikament, ich glaube, das ist bis heute nicht der Fall, dass man das genau kann, einfach zum Vornherein sagen kann, oder? Also es gibt natürlich schon klare Richtlinien, aber auf das einzelne Medikament aus einer bestimmten Gruppe bezogen kann man jeweils nicht voraussagen, ob es ein Patient wirklich gut darauf anspreche oder weniger gut. Und das ist so, dass man halt einmal mit einem Medikament anfangen und allenfalls später das Medikament wechseln. Und bis man dann gemerkt, wie es wirkt, verstreicht eine gewisse Zeit? Also es geht so 10 Tage bis 2 Wochen. Also in der Regel wirkt das Medikament innerhalb von einer Woche und wenn es nach einer Woche noch nicht wirkt, dann muss man sich eigentlich schon überlegen, ob man es nicht wechseln soll. Aber es kann dann immer noch passieren, dass das Medikament wirkt, aber man mit der Wirkung so nach 2-3 Wochen anstarrt, also man nicht über eine gewisse Besserung rauskommt. Oder? Mhm. Also das Ziel ist ja eigentlich immer, eine Remission zu erreichen, das heisst eine vollständige Symptomfreiheit. Dass der Patient eigentlich keine Einschränkungen mehr hat. Und das erreicht man leider nicht immer. Auch nicht immer mit Medikamenten, wo jemand einen gut darauf anspricht. Und dann muss man nach zusätzlichen Lösungen suchen. Aber eins ist auch sicher, wenn man eure Hilfe nicht aufsucht, erreicht man es gar nicht. Das ist so, ja. Und vor allem ist, weiss man heute, dass sehr viele Erkrankungen chronifizieren, wenn man nicht rechtzeitig Hilfe anbietet, nicht rechtzeitig interveniert. Das ist leider ein Charakteristikum von sehr vielen psychischen Erkrankungen. Also dass es dann so Langzeitverläufe gibt, wo man fast nicht mehr aus den Krankheitssymptomen rauskommt. Das heisst auch, je früher, desto besser. Das heisst, man hat selber eine gewisse Verantwortung, um es zu erkennen, oder? Ja. Also, wie erkenne ich das jetzt? Ja, wenn es einem nicht mehr gut geht, wenn man eingeschränkt ist in der Lebensbewältigung, dann könnte das ein Hinweis sein auf eine psychische Störung. Und dann geht man natürlich in erster Linie mal zum Hausarzt. Und dem Hausarzt, seine Aufgabe ist, so eine erste Weichenstellung zu machen. Und wenn der den Eindruck hat, dass eine psychische Erkrankung, dann jemanden zu einem Psychiater weisen, also zu einem Facharzt für das seelische Störungen. Das ist eigentlich der... Das klappt heutzutage? Ja, das klappt eigentlich echt gut. Weil ich kenne auch in der Verwandtschaft wieder einen, aber nicht in der Schweiz, wo sich wegen... Also er hat die Stimme gehört, sagt er. Ja. Er hat Schizoide Zustände gehabt, ist dann zum Arzt gegangen, hat ihn geschickt, sagt, ja, das vergängt wieder, er ist so gerne ins Spital gegangen, die haben ihn auch geschickt. Er ist inzwischen wirklich in die medikamentöse Behandlung, aber er hat wirklich müssen, also fast mit den Füßen stempeln, bis er Hilfe bekommen hat. Ja. Ja. Das ist vorbei, meinst du, die Zeit? Ja? Nein, also wir haben, das ist vorbei, also wir haben seit den 80er Jahren verfolgen wir da in Pfäfers eine Niederschwelligkeit. Das heisst, also, es soll jedermann ohne Vorbedingungen können in die Klinik eintreten, um eben zu erreichen, dass man möglichst schnell kann behandeln kann, möglichst schnell kann erkennen, ob irgendeine Störung vorliegt, um so Chronifizierungen zu vermeiden. Und das wird doch von einem guten Drittel der Patienten genutzt. Etwa ein Drittel der Patienten klopft da an und sagt, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich kenne aber auch in Pfäfers, das ist schon gar nicht so lange her, dass eine Patientin gesagt hat, sie wirklich mit dem Mann zusammen müssen insistieren, ihr ging es sehr, sehr schlecht. Und dann konnte sie da bleiben. Jawohl. Hat auch Hilfe bekommen, ist auch wirklich sehr, sehr gut gegangen, aber der Anfang war relativ schwierig. Mhm. Was macht man, wenn einem so etwas passiert? Ja, eben, sich wehren. Wobei, jetzt, da müssen wir jetzt das Beispiel anschauen. Also, ja gut, sie ist aber da geblieben. Also erstaunt mich jetzt. Oder? Ja. Also, in der Regel ist es sehr sander der Fall, dass wirklich Leute kommen und man dann schaut. Und da gibt es manchmal auch, dass man jemandem sagt, also, für sie braucht es jetzt nicht einen Klinikaufenthalt. Sie könnten genauso gut ambulant weiter behandelt werden. Das aber könnte so der Fall gewesen sein. Aber das Ziel ist wirklich, die Schwelle möglichst tief halten, dass man problemlos in die Klinik hineinkommt.
Du hast gesagt, wenn es einem ein bisschen schlechter geht, wenn eine Antriebslosigkeit da ist, mhm. wenn man unter Umständen vielleicht auch ein bisschen vergesslicher wird, wenn man keine Lust mehr hat. Also genau. Das sind so die Symptome. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt aber in der Scheidung bin, es geht mir einfach scheiße, wenn ich in der Scheidung bin, so, dann ist das auch schon. Ja, das ist immer die Frage, wie weit dass du noch kannst, deine Alltagssachen bewältigen kannst. Mhm. Man könnte eigentlich an dem messen, ob jemand wirklich krank ist oder nicht. Ja. Jemand, der krank ist, ist in der Alltagsbewältigung deutlich eingeschränkt. Und wenn man eben es nicht mehr schafft, zur Arbeit zu gehen, oder wenn man es nicht mehr schafft, auf andere Menschen zuzugehen, keinen Appetit mehr hat, sich schlechter ernährt, Gewicht abnimmt, dann sind das ganz klare Zeichen, dass man etwas machen muss. Dass doch ein schwerer Krankheitszustand vorliegt. Und das gibt es in der Tat, gell? Leute, die einfach nicht mehr aufstehen, wirklich nicht mehr aufstehen, nicht können zur Arbeit gehen. Das gibt es, ja. Ja. Sogar im Kindesalter, also... Ja, das gibt es auch bei Kindern. Wobei aber eben, also wir reden jetzt von depressiven Zuständen, die sind vor allem im Jugendalter, genau. Fangen sie dann an, sich auszuprägen. Eher selten vor dem Jugendalter. Mhm. Kinder haben in der Regel eher also psychosomatische Störungen oder Bauchweh, körperorientierte Probleme und kommen deswegen dann zum Hausarzt. Mhm. Das heisst mit anderen Worten, wenn jemand im Jugendalter Panikattacken hat oder das Herz klopft, wird hysterisch und so, dann wäre es angezeigt, dass man den Hausarzt zuerst aufsucht, oder? Ja, oder dass man direkt zu einem Psychiater geht, das wäre auch möglich. Eben, das gibt es auch. Das ist ja von der Krankenkasse her kein Unterschied. Also, Nein. Außer man sagt im Hausarztmodell versichert, dann muss man zuerst zum Hausarzt. Und der Hausarzt muss dann der Krankenkasse gegenüber gerade stehen und muss eine Verordnung machen. Aber alle die, die nicht im Hausarztmodell versichert sind, die können auch direkt zum Psychiater. Also ich persönlich bin jetzt ja 63, oder? Ich habe das auch immer wieder gehört, Pfeifers und so weiter. Mhm. Für mich war es auch ein erschreckendes Gespenst. Ich dachte, um Gottes Willen, ja, nicht auf Pfeifers. Ja. Grosse Gedanken haben wir nie gemacht, weil jetzt, ich war schon einfach Schwein, hatte, so Zustände selber nicht erlebt. Ich habe dann aber allerdings im Kontakt mit verschiedenen Patienten festgestellt, man kann unendlich viel machen. Wenn die zur Krankheit stehen und dann zu euch gehen, dann kann man extrem viel machen. Mhm. Aber wie schaffen wir es jetzt, so ein bisschen die Barriere zu durchbrechen, oder, dass jemand wirklich auch geht? Indem man unterstützt. Oder recht häufig braucht es irgendeine Drittperson, die unterstützt. Es kann der Hausarzt sein, der eben jemandem sagt, es ist nötig und gehen Sie in die Klinik. Es können aber auch Angehörige sein, die sagen, du, so geht es nicht mehr, jetzt musst du etwas machen. Und dann vielleicht jemand, der Angst hat vor der Klinik, einmal begleitet. Man macht auch ab und zu so, dass jemand in die Klinik kommt und die Klinik einmal anschaut. Einfach einmal durchgeführt wird und sieht, wie es da zu und her geht. Und dann sich einmal nach einem drüber schlafen, dann kann entscheiden, da einzutreten. Von der Klinik selber, wenn ich dort war, bei Besprechungen, so hatte ich sehr einen guten Eindruck. Was mich jetzt ein bisschen verblüfft hat, man hätte dann vielleicht einmal wollen gehen. Und ist mir eingeschlossen gewesen. Man musste zuerst fragen, dass man raus darf. Das ist bewusst auch ein Schutz von den Leuten, die in einer geschlossenen Abteilung drin sind. Also mal grundsätzlich möchten wir eine offene Klinik führen. Und die meisten Stationen sind offen geführt. Aber es gibt Aufnahmestationen, Akutstationen, die zeitweise geschlossen sind, weil man dort eben Patienten haben, die selbstgefährdet oder zum Teil auch fremdgefährlich sind. Dass man die Patienten vor sich selber oder aber die Umgebung vor ihnen muss schützen muss. Und das ist in der Regel etwas, das in zwei, drei Tagen nach Eintritt abklingt und dann können auch die Leute aus der Station raus. Geschlossene Station heisst nicht, dass man eingesperrt ist. Also alle die, die eben nicht eine Gefährdung aufweisen, die können innen und raus so oft, wie sie eben wollen. Es ist halt einfach dann, wenn die Tür zu ist, weil man irgendjemanden muss schützen muss, dann muss man halt beim Personal fragen und dann muss einem jemand die Tür öffnen.
Du selber hast jetzt viel mit so Patienten zu tun, färbt das ab? Also hast du ganz indiskret gefragt, also weißt, mit der Zeit, Laufst du selber Gefahr? Das ist immer schwierig, das selber zu beurteilen, gell? Ich habe es bei dir nicht das Gefühl, also, oder? Eben, ja, die anderen... Aber würdest du es merken, wenn so etwas auf dich zukommt? Würdest du den Mut haben? Also, ich muss dir vielleicht sagen, wie du es jetzt fragst. Ich hoffe es, ja. Das ist noch schwierig zu sagen. Ich hoffe schon, dass ich merke, wenn ich anfange, verknarzt zu werden. Aber was ich sicher würde merken, wenn ich depressiv würde, oder wenn ich also wirklich in einen Zustand hineinkomme, wo ich selber anfange zu leiden. Aber es geht ja nicht um das. So im Vorurteil von der Bevölkerung geistert ja um, dass ein Psychiater eine Ecke ab hat. Also selber eine kuriose Gestalt ist. Und das wäre dann gegen den Inneren so richtig Persönlichkeitsstörung. Und das ist etwas, was die Betroffenen häufig nicht so merken. Das ist das, was dann die Umgebung merkt. Die Umgebung sagt, der ist komisch, der verändert sich. Also meine Frau hat mir jetzt nie so etwas gesagt. Und sie würde sagen, gehe ich davon aus, dass ich das sagen, nicht Anne van Berkel, gell? Politisch haben sie schon gesagt, die würden es ungeschminkt sagen. Die würden mir das sagen. Ungeschminkt. Ja. Sagen. Ja. Nein, genau. Ich frage nur darum, ich bin ja selber Lehrer. Ja, man merkt es vielleicht auch nicht. Man wird lehrlich, das, dies, jenes. Aber gut, lassen wir das. Also bei dir habe ich auch das Gefühl, du bist ein lockerer, ein lustiger Typ. Also die hat das nicht irgendwie zusätzlich belastet. Das ist für dich ein Job. Aber es gibt auch gleich viele Lehrerinnen und Lehrer, die eigentlich auch so eine Depression, in einen Burnout hinlaufen. Ja, ja. Also ja. Ist das irgendwie, gibt es auch berufliche Gründe? Oder? Ja. Also der Burnout ist ein Konzept, das von einem Psychologen her geprägt ist. Es ist in Amerika entwickelt worden, das Konzept, in den 70er Jahren. Und zwar hat der Psychologe beobachtet, dass Menschen aus helfenden Berufen, die eben sehr aufopferungsbereit sind, können in so einen Zustand von Gereiztheit, von fehlender Erholung, von zunehmender gedrückter Stimmung reinrutschen. Und dem hat er dann eben Burnout gesagt. In der Psychiatrie reden wir von einer Erschöpfungsdepression. Depressionen können das ist das Gleiche. Ja, Depressionen können auf ganz verschiedene Arten entstehen. Sie können aus Überforderung heraus entstehen. Also das sind dann eben psychische Gründe, dass jemand aus der Balance herausgeraten, nicht wirklich gut sein Leben gestaltet, nicht genügend Zeit hat, um wieder oben runterzufahren nach Belastungen und dann immer mehr in eine Einengung und in eine gedrückte Stimmungslage hineinkommt. Man kann aber auch in eine Depression hineinkommen aus heiterem Himmel. Das sind in der Regel bei den Übertragungsmechanismen im Hirn treten dann Störungen auf, wo man bis heute nicht ganz genau weiss, wieso. Das ist mit einem synaptischen Spalt, Neurotransmitter und Ausschüttung. Genau, dort, wo Nervenzellen aneinander herkommen, dort gibt es so Verbindungsstellen, das sind Synapsen. Und dort gibt es spezielle Hormone, spezielle Substanzen, die dort den Strom fliessen lassen, Verbindungen schaffen. Und jetzt bei den Depressionen kennt man mittlerweile einige von diesen Botenstoffen, die in gewissen Hirnarealen in zu wenig genügender Konzentration vorhanden sind. Also das Hirn tut aus irgendeinem Grund dann nicht mehr genügend von diesen Botenstoffen produzieren. Und das löst dann Depressionen aus. Wenn ich mit dem Auto in die Garage gehe, inzwischen haben wir so ein grosses Stecker, wir stecken die, wir wissen, was los ist. Könnt ihr das jetzt auch scannen? Also, dass ihr sagt, okay, der Botenstoff ist nicht da, wir können es medikamentös so beeinflussen. Also, wir können natürlich nicht ins Hirn hineinschauen, das geht bis heute nicht. Aber wir diagnostizieren, indem wir eben Fragen stellen. Und eine klassische oder so eine Zielfrage bei einem depressiven Zustand ist, an was können Sie sich freuen? Jemand, der depressiv ist, wird dann nachdenklich, muss nachher eine Antwort suchen, kann vielleicht nach einer gewissen Verzögerung sagen, ja, mal, wenn die Kinder heimkommen, dann freue ich mich noch daran. Jemand, der schwerer depressiv ist, sagt, ich kann mich ja gar nicht mehr freuen.
Das ist so eine klassische Frage. Dann auch die Frage nach der Fähigkeit, sich für etwas zu interessieren. Das sagen dann die Betroffenen auch. Also, ich habe gar nicht mehr so grosses Interesse. Ich habe sonst immer die Tagesschau geschaut. Mache ich eigentlich jetzt nicht mehr. Zeitung lesen tue ich auch nicht mehr. Ich lese auch nicht mehr, weil ich mir die Sachen gar nicht mehr richtig merken kann. Also so kommt man dann an die Depression her, oder? Dann kommt dann das Gesicht über von der, dem, was da vorliegt. Aber ich habe festgestellt, da kannst du gar nicht viel machen, wenn jetzt jemand so etwas sagt und sagst, jetzt schau mal, wir sind jetzt hier, ist nebelfrei, hat schöne Blumen und so weiter. Das ist meistens völlig kontraproduktiv, oder? Ja, also, das führt eher dazu, dass jemand noch tiefer in die Depression hineinrutscht. Was mache ich denn? Weil die Person eben dann realisiert, dass sie sich hier nicht mehr freuen kann. Also sie wird dann eigentlich gar mit ihren Defizit konfrontiert. Und das Wichtigste ist einfach einmal so jemanden anzunehmen, so wie er jetzt ist, und dem Kind einen Namen geben. Oder sagen, das, was sie haben, sind Symptome von einer Depression. Das ist eine Krankheit. Und diese Krankheit kann man behandeln. Dann ist in der Tat auch ein Teil, also ein Teil ist gesagt, ist auch ein bisschen selbstverschuldet, indem man sich ständig und immer selber überpowert. Kann auch so passieren, aber es kann auch ein Stoffwechsel sein, oder? Ja, wobei aber eben auch die sich überpowern, sind eben nicht in der Lage, das zu steuern, weil sie gar nicht erkennen, was sie eben falsch machen. Aha, oder? Ja. Eben, also beim Lehrer, weißt du, hast gesagt, zu wenig Erholungsphase. Da lachen sich nicht alle Schränze, oder mit so einer Ferien. Ja. Aber eben, wenn du noch jetzt etwas einen Job hast, wo dir nicht liegt und das nicht erkennst, dass du ständig und immer überpowered bist und belastet bist, nützen dir auch Ferien dann eigentlich nicht? Dann müsstest du auch etwas ändern, oder? Ja, die Leute gehen dann in die Ferien und kommen mit dem gleichen erschöpften Zustand zurück, wo sie in die Ferien gegangen sind. Sie können dann häufig in den Ferien nicht richtig schlafen. Oder, was auch vorkommt, sie schlafen die ganze Zeit, aber sie erholen sich nicht beim Schlafen. Und sind dann am Schluss völlig kaputt, wenn sie wieder heimkommen. Und noch wegen dem Lehrer. Also ein Lehrerberuf ist halt sehr ein offener Beruf. Also du hast sehr, sehr viele Zeiten, die du selber musst gestalten, die du selber musst füllen, die du selber musst vorbereiten. Und das ist für viele eine enorme Belastung und viele sind auf die Länge dem nicht gewachsen. Also ja. Da wäre ich eigentlich schön, wenn sie eine klare Struktur hättet von außen. Menschen, die eine klare Struktur haben, neigen dann weniger in so einen Erschöpfungszustand hineinzugeraten. Ja. Eben, ich bin selber auch Lehrer, ich das nie so gespürt. Ja, immer, ich kann das fast nicht begreifen. Es ist ein super Job, oder? Ja, du hast dich offenbar gut können abgrenzen, oder? Ja, vielleicht. Ich habe immer gesagt, ich stehe zum eigenen Durchschnitt. Vielleicht ist es auch ein bisschen das. Und wenn ich so Leute rundherum anschaue, oder ein Dachdecker, ein Zimmermann, oder ein Maurer jetzt im Winter oder so, dann denke ich manchmal, mein Gott, das sind doch wahnsinnig schwierige Berufe, müssen rumspringen, machen, tun, haben einen riesen Stress. Aber ist dann auch noch ein Unterschied, ob du geistig oder körperlich tätig bist? Das ist sicher so, ja. Ja, und also die meisten Handwerker, außer sie sind selbstständig erwerbstätig, aber wenn sie irgendwo in einem Angestelltenverhältnis sind, die haben klare Arbeitszeiten, fangen zu einer bestimmten Zeit an und hören zu einer bestimmten Zeit auf und können dann eben, wenn sie fertig sind, wirklich in die Freizeit gehen und müssen sich nicht mehr mit dem Beruf auseinandersetzen. Das ist bei jemandem selbstständig erwerbstätigem anders. Das kann es unter Umständen dann schon ein Problem werden. Aber wäre die Hausfrau alle depressiv? Hausfrau, ein anspruchsvoller Mann, drei Kinder? Das ist auch so, dass recht viele Hausfrauen Probleme haben. Also ein Hausfrauenjob ist ein sehr schwieriger Job. Weil es eben sehr offen ist, oder? Und vor allem Hausfrauen, die hohe Ansprüche an sich selber stellen, die sind dann eben in der Gefahr, depressiv zu werden. Dann gibt es also gleich bestimmte Berufsgruppen, die eher gefährdet sind. Ja. Und wenn man das weiss, dann... Aber nicht nur Berufsgruppen, sondern es hängt eben sehr stark auch mit der Persönlichkeit zusammen. Also es sind vor allem Persönlichkeiten, die sehr hohe Ansprüche an sich stellen. Ja. Die sich schwer tun, locker, liebevoll mit sich umzugehen. Und das ist dann auch in der Behandlung ein ganz wichtiges Ziel, dass die Menschen lernen, fünf Grad stehen zu lassen, nicht mehr so hohe Ansprüche an sich zu stellen, auch einmal einen Fehler zuzugeben, einen Fehler zuzulassen
und vor allem aber eben liebevoll mit sich umgehen, sich nicht dauernd immer wieder abwerten. Ich habe gesagt, ich kenne relativ viele Patientinnen und Patienten, die hier Hilfe gefunden haben. Mhm. Sei es durch Psychiater, auch natürlich durch Psychologen, die hier tätig sind und natürlich auch durch das Personal, die anscheinend entsprechend eben auch sehr hilfreich sind. Wenn man jetzt aber hier rausgeht und auch Freude hat oder, und man ist so wie geheilt, dann muss man nachher auch etwas tun, um nicht wieder ins Gleiche jetzt zu fallen, oder? In der Regel langt ein Klinikaufenthalt allein nicht. Heute sind die Klinikaufenthalte ja auch sehr kurz. Also Durchschnittsaufenthaltsdauer über alles ist so um 35 Tage rum. Da sind aber auch die Patienten drin eingerechnet, die dann sehr schwer krank sind und vielleicht ein paar Monate im Extremfall einmal da in der Klinik sind. Die meisten Patienten sind 2 bis 4 Wochen da. Mhm. Ja, und das reicht dann in der Regel nicht. Es geht ihnen dann wieder so gut, dass sie draußen Fuß fassen können und wieder können, in Arbeitsprozess sein können. Aber dann braucht es noch eine länger dauernde ambulante Weiterbehandlung. Weil sonst die Gefahr sehr, sehr gross ist, dass es Rückschläge gibt. Was ich auch kenne, leider Patientinnen und Patienten, die da waren, die es wirklich gut hatten, die dann irgendwie Medikamente abgesetzt haben, den Packzettel gelesen, Nebenerscheinungen haben sie dann irgendwie dazu gebracht, dass man nennt das nicht mehr, und sich dann in der Tat auch umgebracht haben. Also, das ist auch etwas. Also, ich habe schon manchmal so die Packzettel dann gesehen, die mir die Leute zeigen, und habe dann müssen sagen, Nierenschädigung. Also, es ist glaube ich, so ziemlich alles, was geschädigt werden kann. Ich glaube, das darfst du gar nicht lesen. Da musst du ein gewisses Vertrauen halten zu den Ärzten, oder? Das ist ein grosses Problem, das du jetzt ansprichst. Also es ist leider so, dass die Pharmaindustrie sich absichert, indem es einfach alles, was irgendwann einmal in Verbindung mit einem Medikament auftreten ist, da hat es auch Sachen darunter, wo man nicht einmal ganz sicher dem Medikament zuordnen kann, dann aufführen im Packungsprospekt. Und dass dann Patienten Angst bekommen. Das gibt es leider recht häufig. Und das ist eigentlich eine Ungleichheit zwischen der Pharmaindustrie und den Herstellern von Naturprodukten. Oder? Bei den Naturprodukten wird nicht so, sind die Ansprüche nicht so hoch. Obwohl man weiß, dass auch Naturprodukte sehr gefährlich könnten sein. Es ist also nicht so, dass Naturprodukte einfach immer gesund und unproblematisch sind. Nein, überhaupt nicht. Also, nein. Ja, und jetzt hat es letztens so eine Statistik, das hat mich doch sehr verblüfft. Also anscheinend tun wir uns nach wie vor da in unserer Breite gerade sehr schwer zu einer Depression zu bekennen. Also die Erhebung bei den Piloten, die ist ja unglaublich. Also wenn man es so sieht, was 12-15% haben angesichts der Depressionen. Das heißt, man tut sich wirklich schwer. Oder schon mal eine Depression gehabt, ja. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass regelmäßige Untersuchungen stattfinden, dass sie selber auch geschult werden, die wir kennen von einer Depression, dass man eben berufsgruppenbezogen entstigmatisierend tätig ist. Mhm. Also gerade bei Berufsleuten wie Piloten oder Chauffeuren, die doch eine hohe Verantwortung haben, ist das natürlich ganz wichtig. Also du hast vorhin kurz angetönt, Selbsttötungsgefahr, das ist eine grosse Gefahr bei der Depression. Es sind 10-15% von allen Menschen, die eine Depression haben, bringen sich im Rahmen von ihrer Krankheit um, weil sie dermaßen in eine Einengung hineinkommen, dass sie nicht mehr über den Horizont aussehen. Also sie sehen nur noch schwarz, ist alles nur noch eingegangen. Also sie haben jegliche Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder eine Besserung gibt, verloren. Und dann kommen bei vielen Selbsttötungsgedanken und das wird dann gefährlich. In diesen 3 Verfällen, die ich kenne, hat es dann etwas ganz Spezielles gegeben? Die Angehörigen haben das Gefühl gehabt, wow, es ist jetzt gut. Die 2 Tage, bevor es zum Selbstmord gekommen ist. Ist das etwas Typisches oder jetzt rein so subjektiv? Nein, das ist etwas, was recht häufig vorkommt. Also, dass es zuerst so einen inneren Kampf gibt, also eben, wenn jemand schwerer krank ist, kommen irgendwann einmal Selbsttötungsgedanken auf. Und am Anfang ist es also so wie
ein Spielen mit diesen Gedanken. Die kommen und gehen und kommen und gehen und die betroffene Person kann die Gedanken dann ein Stück weit auf die Seite schieben. Und das ist dann häufig der Moment, wo jemand auch darüber redet und vielleicht einmal jemandem sagt, du, ich habe immer wieder so Gedanken. Wenn das Gegenüber dann geschickt reagiert, dann kann das dazu führen, dass es zu einem entlastenden Gespräch kommt. Wenn aber das Gegenüber so reagiert, wie es eben Angehörige häufig machen, um Himmels Willen, wie kannst du auch so etwas denken? Dann führt das dazu, dass die Kranken mit solchen Gedanken sich dann verschliessen, dass sie immer mehr in sich fressen, also mit sich selber ausmachen, sich nicht mehr äußern. Und es dann vielleicht sogar nach außen so eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Und dann hat man von außen den Eindruck, es geht ihm ja besser, er ist ruhiger, er lächelt ja wieder mehr und dann plötzlich passiert es. Ja, man könnte einen Haufen fragen. Etwas interessiert mich noch. Ich habe mal eine Sendung gesehen, schon vor einer Weile her. Ich war schon in Argentinien und dort fühlen sich, glaube ich, wirklich ganze Säle mit fast Hundertschaften, die Psychiater und Psychologen zulassen. Also dort ist es irgendwie völlig normal. Wenn man ein Problem hat, geht man her. Tun wir uns da einfach extrem schwer? Können wir etwas dagegen tun? Müssen wir wirklich das verstecken? Ja, wir sind dran, etwas zu tun. Also, so eine Sendung wie da ist, ja, das ja. Ist, hat ja den Zweck, oder? Zum, natürlich. Versuchen, die Schwelle zu senken. Und wir machen die Angehörigenarbeit, wir machen regelmäßige Vorträge in den Psychiatriezentren, da in der Klinik, um eben die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass, was psychische Erkrankungen sind und dass man eben etwas machen kann, dass man helfen kann in psychischen Erkrankungen. Also ja, da sind wir dran und hoffen natürlich, dass wir die Schwelle noch weiter senken können. Das hat mich erschüttert. Letztens hatte ich eine Schülerin, die macht eine Vertiefungsarbeit. Die möchte nachher Psychologie studieren und die macht die Vertiefungsarbeit über Depressionen. Die hat mir gesagt, also eins muss ich dir sagen, wir sind hier bei Dutzis, die ist fast 20. Eins muss ich sagen, wenn du mal Depression hast, die kriegst du nicht mehr weg. Ich glaube, wir müssen wegkommen von so Aussprüchen, oder? Das ist und sie falsch. Hat sich mit dem beschäftigt, sie ist ja eine Vertiefungsarbeit. Und dann hat sie gesagt, das ist also grundfalsch. Und das ist auch grundfalsch, oder? Das ist falsch, ja. Also Depressionen kann man in der Regel gut behandeln. Das heisst aber nicht, dass es eben nicht auch chronische Verläufe gibt. Es gibt es leider, es sind etwa 15-20% von allen Depressionen verlaufen am Anfang so phasenweise. Kommen und gehen und irgendwann zementieren sie sich immer mehr und kommen dann so einen chronischen Verlauf über und werden dann immer schwerer zu behandeln. Also gerade bei Depressionen gilt eben, je früher dass man anfängt zu behandeln, desto erfolgreicher ist man. Eine vorläufig letzte Frage, wir könnten ewig miteinander reden, die Frage haben wir jetzt hier ein bisschen vergessen. Gell? Weihnachten steht bevor, ja. Was heisst das? Leeres Haus, volles Haus? Eher leeres Haus. Also es kommen wenig Leute an der Weihnachten in die Klinik. Die, die jetzt noch da sind, schauen, dass sie auf die Weihnachten austreten können, dass sie heim sind. Und wenn Leute an der Weihnachten daher kommen, dann vor allem aus Krisensituationen, aus akuten Krisensituationen. Also irgendein Familienstreit und dann einen Haufen Alkohol getrunken und irgendwelche Möbel zusammengeschlagen und dann per Polizei in die Klinik. Und dann geht es in der Regel 2-3 Tage und nachher kann so jemand wieder gehen, weil alles wieder sich beruhigt hat. Und wenige, die dann über die ganze Festtagszeit da sind, weil es ihnen einfach wirklich sehr, sehr schlecht geht. Was wäre so dein grösster Wunsch, also bezüglich jetzt deiner Klinik, du bist ja Chefarzt, auch bezüglich Akzeptanz von der Psychiatrie, einfach jetzt so aus deiner langjährigen Erfahrung als Psychiater, also du bist jetzt ja über 30 Jahre bist du jetzt da dran. Also was wäre so dein wichtigster Wunsch, den du dir wünschen? Ja, dass die Bevölkerung die Klinik als eine offene Institution kann wahrnehmen und auch die Gelegenheit nutzt, wenn man irgendwelche Anlässe haben, daher kommt und die Klinik anschaut. Also man kann in die Klinik rein. Die Klinik ist ja nicht mehr wie nach vor
ja, 40 Jahre ist jetzt etwa her, von einer hohen Mauer umgeben, wo man gar nicht drin hineinkommt. Heute kommt man in das Areal hinein. Man kann in der Cafeteria jederzeit einen Kaffee oder sonst etwas trinken. Und man kann auch problemlos Leute in dieser Klinik besuchen. Also wir haben offene Stationen, offene Besuchszeiten. Es ist nicht so, dass da irgendetwas reglementiert ist. Man soll einfach nicht Leute besuchen, wenn gerade Therapiezeiten sind. Aber das kann man ja vorher auch fragen. Letzte Frage, gibt es auch Forschungen? Also bezüglich jetzt vielleicht das Kennen, was für Botenstoffe das da fehlen? Da wird sehr viel geforscht, ja. Und ja. Da nehme ich an, erwartet man auch dies und jenes, oder? Dass man ein bisschen mit Medikamenten schneller einstellen kann? Ja, also bei der Entwicklung von Medikamenten sind riesige Fortschritte passiert, auch in den letzten Jahren wieder. Dass man einfach viel spezifischer heute behandeln kann als früher. Auch psychotherapeutisch hat man heute viel, viel spezifischere Psychotherapie-Methoden, krankheitsspezifisch, auf einzelne Krankheitssyndrom, spezifische Interventionen, die viel, viel besser wirken als so die klassischen Behandlungen, die man vor 30, 40 Jahren hatte. Thomas Meyer, vielen Dank. Und vielleicht haben Sie es festgestellt, dass ich mit dem Thomas Meyer vor etwa anderthalb Wochen abgemacht habe. Natürlich hat er einen Haufen zu tun. Er hat zuerst gesagt, machen wir es im neuen Jahr, hat aber schnell einen Termin gefunden. Und wie ihr gesehen habt, er ist sehr, sehr offen. Er steht als Chefarzt und eben auch für die Offenheit von dieser Klinik. Und glaubt es einfach, man kann etwas machen, aber nur, wenn ihr natürlich, wenn ihr so etwas spürt, auch mitmacht.